Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Gebirges. Willkommen zurück zu Pokémon Sonne, hier aus der Pokémon-Liga. Im letzten Part haben wir den dritten aus der Top 4 besiegt, und zwar Hala. Wer hätte das gedacht? Hala einmal aufgetaucht am Anfang des Spiels, haben wir gekämpft, haben wir gewonnen und wir durften nochmal gegen ihn kämpfen und haben wieder gewonnen. Man hat festgestellt, Costurso ist fucking annoying. Nimmt einen Feuertypen mit oder eine Feuerattacke oder spezielle Angreifer. Weil physisch kommen dagegen kein Stück an. Ergo werden wir heute uns dem vierten Top 4 Mitglied stellen. Ich habe nur keine Ahnung, wer es ist. Ich habe keinen Schimmer. Auch weiß ich nicht, was das da oben für ein Typ sein soll. Pflanze ist es wahrscheinlich nicht. Käfer wahrscheinlich auch nicht. Mal schauen. Habe ich mein Team eigentlich geheilt? Ich glaube schon. Ja, habe ich geheilt. Habe ich sehr schön geheilt. Sehr schön geheilt. Also dann, auf geht's. Boah, ist das grün hier. Abartig grün. Hallo. Und du bist? Eine Golferin. Die ziemlich mürrisch reinschaut. Da bist du ja. Dann sehen wir mal, wessen Schicksal es ist, heute zu siegen. Das meine oder das... Das deine oder das meine? Das sieht mir ein bisschen aus wie Flug. Das sieht ein bisschen aus wie... Ich will nicht sagen, etwas Göttliches. Aber es sieht aus wie etwas Göttliches. Kahili. Ich erinnere mich aus etwas aus der Demo, von wegen die tolle Golferin, die ist nicht da. Aber sie ist eine gute Trainerin. Wir haben sie im Spiel nie angetroffen. Aber sie ist jetzt hier. Och, nö. Es freut mich jedenfalls, eine Bekanntschaft zu machen. Mein Name ist Kahili. Vor einigen Jahren habe ich auch die Inselwanderschaft absolviert und wurde daraufhin zum Inselwanderschaft-Champ. Ich bereiste die Welt mit meinen Pokémon, um meine Fähigkeiten als Golferin zu verbessern. Da kam mir eines Tages zu Ohren, dass nun auch in der Alola-Region eine Pokémon-Liga entstehe. Also bin ich zurück in die Heimat. Und nun werde ich dir zeigen, warum meine Flug-Pokémon alle solche Überflieger sind. Warte, ihre Haare bilden ein... Oh, das ist cool. Ihre Haare bilden wirklich so Flügelchen. Das ist cool. Ach, ich hab's gewusst. Was wäre ein Flugtrainer ohne ein Panzer Aeron? Genau, kein Flugtrainer. Och, ist das nervig. Landungsstoß. Was mir aufgefallen ist, oh mein Gott, Stachler, ernsthaft? Was mir auffällt an ihrem Design. Sie hat an ihrem Golfschläger ein bestimmtes Muster von einem bestimmten Pokémon. Und zwar von einem Toucanon. Ergo ist wahrscheinlich die Ass-Pokémon ein Toucanon. Zum Glück weiß ich, was das Ding kann. Und zwar extrem nerven. Und ich weiß auch, wie man dagegen vorgeht. Kuriogel. Oh, fuck. Welche Form hast du bitte? Elektro. Feuer. Geist. Psycho? Schnuffels. Das Gute ist, ich habe ja halt einen riesen Vorteil gegen halt Flugtypen, weil ich einfach, naja, Pokémon gegen Flugtypen aufgebaut habe im Team. Es ist das Feuerfee. Ach, du Schande. Aber gut. Turbofelsen. Vierfach Effektivität plus Step plus Granitstein gleich besiegtes Kuriogel. Griffeldes. Haben wir noch nicht gesehen im Spieldurchlauf, aber es ist ein fetter Aasvogel. Mit einer Schwäche gegen Schwein, gegen Gestein, nicht Geschwein. Wenn meine Attacken nicht daneben gehen würden, das wäre auch kurz toll, ne? So. Verdammt. Oh,
Mann, Rückschussschaden ist nett zu haben. So, Schnuffels, bitteschön. Danke sehr. Mann, ich darf auf dir auf keinen Fall Steinkante spielen. Schmeichler. Ach, wie süß. Erhöht mein Spezialangriff um eine Stufe, aber verwirrt mich. Hm. Ah, was soll's, Steinhagel. Er hätte schlimmer kommen können. Oh, ich habe mich selbst geschlagen. Aua. Es hätte wirklich schlimmer kommen können. Es hätte eine Angeberei sein können. Ja, Angeberei ist nicht schön. Oh. Es reicht sogar. Ernsthaft? Nicht schön. Lämpchen. Lämpchen. Da habe ich die freie Auswahl. Elektro oder... Doch. Fee. Ah, Elektro. Stab. Schmeichler. Yay. Das ist ziemlich gemein, Schmeichler. Aber hätten sie es auf plus 2 getrimmt? Bei Spezialangriff? Ich sag mal so, das wäre extrem unangenehm geworden. Nicht etwa für den Anwender. Nein, im Doppelkampf. Weil hätte man bestimmt ein paar Pokémon gespielt, die ja dann doch eher so eine Fähigkeit haben wie Tempomacher. Oder keine Ahnung, halt so Sachen, die halt eigentlich verwirren können. Und dann wäre es halt auf plus 2 gewesen, automatisch. Vom Leben her. Von den Werten her, nicht vom Leben. Vom Leben her hat Lämpchen jetzt was dazu bekommen. Knochenharz. Ah. B. Schmerz. Ich verstehe nicht, gefällt es. Du hast eine Bodenattacke mit Knochenharz. Die kann mehrfach treffen. Warum machst du Sturzflug? Es macht viel weniger Schaden. Warum? Was ein blödsinniges Mistvieh. So, X-Bart. Auch nicht schlecht für einen Walz-Flugtrainer. X-Bart. Ich habe gerade gar nichts dagegen. Bring Miura rein. Miura. Au, Stachler tut weh. Ich könnte angreifen, aber ich werde heilen. Und zwar werde ich einen Top-Trank in die Hand nehmen. Und Lämpchen hochheilen. Bei Lämpchen wird wahrscheinlich ein Superschall. Dumme Idee, warum machst du Superschall und kein Konfusstrahl drauf? Trainer, what the hell? So, was wird jetzt wahrscheinlich kommen? Eine Flugattacke. Eine physische. Ich gehe von einer physischen Attacke aus, deswegen bringe ich Silber rein. Kann eine physische Flugattacke leben? Locker. Und es ist... Schmerzhaft. Eine spezielle. Au. Bei Silber. Verdammt. Gut, aber Lämpchen kommt raus und Lämpchen wird das Ding jetzt einfach umklatschen können. Ich wünsche jetzt irgendwie, ich hätte die Elektro-Dinger noch drauf. Gut, aber zunächst einmal mache ich Donnerwelle, weil... X-Bart ist schnell. X-Bart nervt. Und X-Bart ist paralysiert. Ah, ja. Gut. Ladungsstoß. Außerdem verwendet sie den Zug für eine Heilung, die total unnötig ist. Denn es ist wieder paralysiert. Einfach so paralysiert. Ladungsstoß. Paralysiert. Er hat überlebt, aber. Top-Genesung. Es ist nicht mehr paralysiert. Aber jetzt kommt der Ladungsstoß und es ist wieder. Achtung, sag es mir gleichzeitig. Nicht paralysiert. Schade. Ladungsstoß. Auf dich drauf. Giftzahn. Aua. Au.
Ladungsstoß. Papa paralysiert. Papa paralysiert. Blubstrahl. Ernsthaft? Noch eine. Wie viele haben die davon? Das ging mir ja schon mal Herla ein bisschen auf den Nerven mit den ganzen... Oh, Minusinitiative. Sehr schön. Ging mir schon ein bisschen auf den Nerven bei Herla mit den ganzen Top-Genesungen auf Kasturso. Kosturso. Wie auch immer. Trotzdem. Oh, vergiftet. Das wird langsam echt ein bisschen nervig. Okay. Du gehst mir auf die Nerven. Top-Genesung. Und Ladungsstoß. Auf Wiedersehen, X-Bird. Auf Wiedersehen. So, und die letzte Pokémon müsste ein Tukanon sein. Wegen dem Golfschläger, wie ich gesagt habe. Ich nehme es mal an, das wird wahrscheinlich auch wirklich so sein. Das heißt, ich muss ein bisschen aufpassen. Meine Verteidigung ist nicht die größte der Welt. KP-Wert ist okay. Aber das Ding hat so... Ja, es ist ein Tukanon, das war klar. Hat so ein oder andere Tricks drauf, die ein bisschen nerven können. Es hat höchstwahrscheinlich, ich nehme an, es hat höchstwahrscheinlich Wertling. Ergo hat es wahrscheinlich gleichzeitig auch die Möglichkeit, Kugelsaat einzusetzen und zwar fünfmal zu treffen. Kreideschrei. Warum um alles in der Welt Kreideschrei? Warum um alles in der Welt Kreideschrei? Warum? Ich verstehe es nicht. Ich nehme einfach mal jetzt an, das Ding wird auch jetzt wahrscheinlich Kugelsaat einsetzen, wenn es das überhaupt beherrschen sollte. Oh oh. Das ist nicht gut. Au. Das war ein doofer Switch. Warum machst du Schnabelkanone? Schnabelkanone, für die Leute, die es nicht wissen, ist ein Angriff, der über eine Runde geht. Mit einer Priorität von... ich glaube, es ist vor Konter noch. Aber es ist auf jeden Fall sehr langsam. Hat die Besonderheit, dass es als erstes angeht. Also er hit seinen Schnabel und greift danach an. Wenn man es physisch angreift in der Zeit, verbrennt man automatisch. Das ist ein schöner Side-Effekt, ne? Wie schon Side-Effekt. Nee. Ich hätte allerdings gedacht, dass das Ding echt eventuell nicht diese blöde Attacke einsetzt, sondern was anderes. Sowas in Richtung, hey, du, ich mache was anderes. Belieber auf... Stufelsatz eigentlich total nötig, ja? Autsch. Haha, paralysiert. Gut, habe ich noch eine Runde Zeit zum Beleben. Von Miura. Theoretisch. Miura braucht es ein bisschen. Ich will die Erfahrungspunkte haben. Ich kann sagen, was ich will, aber ich will die Erfahrungspunkte haben auf dem Ding. Beleber. Und auf Robin Hood. Okay. Das ist doof. Kannst du bitte paralysiert sein? Das wäre super. Finaler Steilflug. Das sah total bescheuert aus, weil das Ding ist einfach so seitlich in der Luft gestanden. Warum? Rumspiel. Gut, dann, was soll's. Turbofelsen, geh mal auf Nummer sicher. Mach du mal.
und zum zeigen, ja, man wird automatisch verbrannt. Das ist Bullshit, dieser Angriff. Aber gibt Level 47 für Schnuffels. Und... sonst nichts. Als Mitglied der Top 4 gebe ich das nur ungern zu. Aber deine Stärke ist wirklich beeindruckend. Ejo. Mit dir weht ein ganz frischer Wind durch Alola. Ich war ja eher skeptisch, ob Professor Kukui das mit der Pokémon-Liga hinbekommt. Aber jetzt bin ich froh, dass ich seiner Einladung gefolgt bin. Hm? So, dann haben wir alle besiegt, wa? Was kommt wohl nach den Top 4? Geh und finde es selbst heraus. Der Champ, aber es gibt keinen Champ. Irk. Bevor ich aber da reingehe und mir irgendwas hier kaputt mache, werde ich erstmal... oh Gott, ich muss einen Pokémon heilen. Lämpchen und Silber vor allem. Und dann gibt's Hypertränke. Für die ganze Reihe. Falls jetzt wirklich schon irgendwie doch... ich glaube, die haben hier keinen Champ. Das geht ja darum, wer wird hier Champ der Liga. Und Top-Genesung für Schnuffels. Und ich sollte vielleicht mal Äther rausholen. Eventuell. Es sei denn, wir werden schon direkt aufgenommen in die... naja, in die besten Liste. Das wäre auch schon... das wäre okay. Das wäre okay. Hätte ich nichts gegen. Hätte ich absolut nichts gegen. So. Ab geht's. Wird kein Event getriggert hier vorne? Sehr gut. Dann, Kukui ist weg. Der wird wahrscheinlich hier oben auf mich. Der wartet wahrscheinlich oben. Ich glaube nicht, dass er rausgegangen ist. Der will ja zusehen, wer als erster Champ wird. Ha. 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 Ja. Ich. Sehr gut. ja, trotzdem. Ich bin für den Moment raus. Ganz schnell. Kleiner Cut. Und es geht dann im nächsten Part direkt weiter. Weil ich weiß nicht, was kommt. Und ich will jetzt nicht unbedingt eventuell doch noch in den Kampf reingeschleudert werden. Weil es wäre doof. Dementsprechend. Man hört sich. Bis gleich.